Moin, hier ist Heini. Schön, dass du auf meinem Kanal bist. Heute möchte ich was ganz Besonderes machen. Das sage ich jedes Mal. Ne? Heute baue ich mal was für Stefano. Mein Freund, mein Nachbar, der gegenüber ist, da ich bald wegziehe, er aus dem Heulen sein Leben nicht mehr rauskommt, baut auch so ein bisschen immer, ne, in seiner Garage. Und jetzt hat er immer so Bretter macht er. Und da wollte ich mit meiner CNC-Fräse planfräsen. Geht aber nicht mehr, weil Onkel Heini geht ja noch aus Friesland hin. Und dann steigt er da und weicht nicht weiter. Und da habe ich gesagt, Heini baut dir was Schönes. Natürlich habe ich auch geguckt, wie andere das machen. Und das ist mir alles zu, weiß umständlich nicht, aber Daumen alles zu lange. Das soll schnell gehen. Und dann bin ich an meine CNC-Fräse lang gelaufen. Und dann habe ich ja diese Feststelldinger gesehen, weißt du, die man drauf legt, um Materialien festzuspannen. Ne? Und das habe ich überlegt, ich muss doch in lang gehen. Zwei Seiten, das Werkstück hier zwischen und dann festspannen. Und hier oben drüber lang lutschen mit der Fräse. Das habe ich schon im Kopf drin. Wie gesagt, andere machen das alles so mit Schienen und Rollen und so alles. Ne? Das ist mir zu viel Fillefanz. Da habe ich echt, ich will das einfach haben. Muss schnell gehen, einfach haben. Und ist ja für Stefan. Dann hat er mir seine Oberfräse gegeben. Er ist im Urlaub ein paar Tage, da habe ich gesagt, geh mal her, ich versuche da mal was zu machen, weil ich versuche, den kriegen wir hin. Wir haben alles hingekriegt bis jetzt. Zwar nicht schön, aber alles haben wir hingekriegt. Und wie gesagt, ich habe noch ein bisschen Restholz, Multiplex, da schneide ich die Leisten zu. Werde ich dann drei Stück nebeneinander machen oder vier Stück, je nachdem, wie ich hinkomme. Und dass das sozusagen als Stufen dient. Dann brauche ich das nicht mit wegen Höhen verstellen, darum geht es mir. Weil du hast ja immer verschiedene Dicken mal. Mal hast du 2 cm, mal hast du 4 cm Balken oder Brett, was du abjuckeln willst. Ne? Und dann hat er mir seine alte Bosch da gegeben. Und die will er da benutzen. Und diese passe ich brav an. Oh, hat er sogar schon mitgearbeitet. Da ist Staub drin. Und diese passe ich dann hier an. So. Und ich mal gucken, dass er schön entspannt da lang fräsen kann. Ich glaube, so langsam, ich habe gerade so helles Licht gesehen, so langsam wissen die meisten, was ich vorhabe. Wissen die meisten, was ich vorhabe. Guck mal, ich habe das so vor, ne? Ich habe jetzt immer 3 cm genommen. Spuck mich schon selbst an. Ich habe immer 3 cm genommen. Das wird natürlich schön zusammengeleimt. Das andere kommt hier auch hin. Ne? Und dann kann ich das Werkstück, das ist jetzt ein Brett, hier zwischenspannen. Oder wenn er schmal ist, da oben zwischenspannen, festmachen und dann hier die Fräse rüber. Den vorherigen Bau natürlich noch nehmen. Und dann wird das jetzt, muss ich mal gucken, mit Gewindestange oder am besten geht's. Ich sag, das soll schnell gehen, ne? Links und rechts mit einer Schraubzwinge und fertig. Ich wüsste jetzt nicht, was ich für einen Denkfehler habe. Ganz wichtig. Einmal noch, ich wollte gerade Richtung Feierabend gehen. Nee, nee, ganz wichtig. Natürlich müsste man beim Siegen drauf achten. Ich meine, die meisten wissen das, brauche ich nicht sagen. Aber falls ihr Anfänger seid oder so, dass das vernünftig gerade gesägt wird. Ist halt scheiße, wenn du hier Schlangenlinien hast und dann die Hobe auch Schlangenlinien hast, ist das ja auch nicht plan. Also es muss schon picobello eingestellt sein, deine Kreissäge. Ne? Weil ansonsten ist alles Mumpitz. Also vernünftig einstellen, aber das hast du ja, denke ich mal, sowieso. Und dann soll das ja auch plan werden. Bringt ja nichts, wenn du hier... Ne? Dann kannst du Rundungen machen, aber nicht. Also wie gesagt, muss Plan sein, vernünftig. Und dann klappt das auch. Das ist ja jetzt zugesägt. Das werde ich jetzt mal einleimen. Zack, 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 zack. So. Leim. Muss erstmal ein bisschen. Da ist Leim. Ich bin Töffel. Ich bin Töffel. So muss das. Alles so. So. Mache ich diesmal ohne Finger.
Ich will mal nicht rumsauen hier immer wie so ein Weltmeister, du. Ich wollte mal so eine Rolle mal dafür holen. Aber was ich nie alles schon wollte, nie. So, fahren. Du auch, mein Jung. Und dann werde ich das erstmal mit Zwingen machen und später, wenn es trocken ist, kommen da noch Schrauben rein und fertig. Ne? Werde ich gleich ausrichten, nur erstmal eben da der Holz, Mami. Das soll auch richtig schön gerade sein. So sieht das sehr gut aus. Und zweimal, das lassen wir jetzt mal eben hart werden. Und dann werden wir mal eben die Führung machen, die ich dafür brauche. Da suche ich meine Fräse erstmal wieder, die steht da hinten. Mini-Planänderung. Ich habe mir ja letztens irgendwie so ein Brett, das war doch nicht dieser hier, rausgesucht, dass er länger ist, ne, was als Schlitten dienen soll. Und ich habe letztens Feuer gemacht, ich finde ihn nicht wieder. Und das war doch nicht der hier, ich bin doch nicht besoffen. Der war doch viel länger. Aber ich finde den nicht mehr. Und der, jetzt muss ich Plan B. Jetzt hatte ich mal geguckt im Internet, wie andere das denn so machen, weil ich hatte jetzt keinen Bock, extra loszufahren. Und dann habe ich da jemanden gefunden, das kann ich mal, den verlinke ich auch. Also das ist nicht meine Erfindung. Und zwar Damir Z, wenn ich es nicht aufgeschrieben habe. Den verlinke ich euch mal ganz unten, diesen Video. Und der hat das auch so in der Art gemacht wie ich mit diesen zwei Dinger. Ähnlich. Aber der hat hier, das fand ich ganz praktisch, das mache ich einfach so nach. Das soll simpel sein, schnell sein. Und zwar die Eisenstangen, die dabei waren. Die holt auch keiner raus. So, ist festgeschraubt hier. So, diese Eisenstangen nimmt er als Führung. Und das werde ich auch mal machen. Das fand ich ganz praktisch, habe ich so noch nie gesehen. Und warum das Rad neu erfinden? Vielen Dank für die Idee, habe ich jetzt mal geklaut. Aber dafür verlinke ich euch auch mal, könnt ihr eben unten beschreiben, draufklicken. Und so werde ich das auch machen. So, Stefano, das ist alles für die denn, ne? Die ganzen Schrauben nicht wegnehmen. So, zwei Stangen. Die zwei Dinger sind drin, ja. So, und ich zeige euch das mal eben. Hier drinnen kommen die Dinger, macht er dann fest, und das fand ich echt simpel. Und das werde ich genauso machen. Da brauche ich nicht so eine große Platte kaufen. Werde ich das einfach so machen. Und dann hat er hier dann zwei Leisten. Ich glaube, ich habe sogar was auf die Schnelle gesehen hier. Da. Sowas zum Beispiel. Hat er zwei Leisten. Und da führt er da drauf. Perfekt, oder? Super ist das. Geht noch tief genug runter? Oh, da geht sowas von tief runter. Das passt. Und sonst werde ich genauso machen. Minimal Luft bischen, dass er sich nicht so verkantet. Und die Bretter werde ich auch dafür einfach nehmen. Die sind lang genug. Und die Bretter werde ich einfach dafür nehmen. Die sind echt super dafür. Wie gesagt, hier mache ich minimal Luft zwischen. Schraub fest. Von unten auch, dass er eine Kante gegen hat. Und fertig. Ideen hat. Also das, die Idee fand ich super mit diesen Führungsdinger. Und er hat ein paar Mal erwähnt, ich bin kein Schreiner oder so. Ne? Er braucht das nur so provisorisch hin und wieder. Hat nichts mit Schreiner zu tun. Die Idee ist super. Vielen Dank für die Idee. Vielleicht siehst du das ja, dass ich das nachgebaut habe. Also mit den Stangen jetzt. Okay, das andere ist ja fast das jetzt. Ich dachte immer, meine Erfindung, aber doch nicht. Aber geil. Und so mache ich das gerne. Witz, das ist doch super. Ne? Da hin und wieder ein Brettplan fräsen. Perfekt. Oben nämlich die Platte dann genau. Die streibe ich jetzt in Streifen so ein Stück. Da werde ich jetzt dann ungefähr mal eben 5 cm Streifen schneiden. 1, 2. Unten kommt dann was dickere für den Anschlag. Dann nehme ich dann hier die anderen Leisten. Ne? Genau.
Ach nee, na, wer ist denn stolz auf mich? Hin und wieder denke ich da wirklich dran. Nee, komm. Und in eine neue Werkstatt, sage ich euch jetzt so, wie das ist, da wird an jeder Maschine so ein Teil hängen. Muss ich daran gewöhnen. Ich will ja nicht nur Schimpfe kriegen von euch, ne? So, die habe ich jetzt mal eben auf die Breite. Habe ich jetzt mal länger lassen. Und die können die auch zweimal gleich teilen. Den habe ich den gleich. Passt. So, der kommt jetzt hierher. Der andere kommt dann da oben hin. Den werde ich jetzt hier festschrauben. Ne? Seht ihr, der hat minimal Luft. Excellent. Perfekt. Habe ich abgeschliffen jetzt ein bisschen unten. 320er, nur dass das ein bisschen glatt ist, die Kanten gebrochen, dass der kleine Stefan sich nicht so weh tut. Und ich merke gerade hier beim Fühlen, dass ich hier gefuscht habe. Ja, ist ja nur für Stefan. So, wir wollen das auch vernünftig haben, ne? So, hier ist das glatt und dann werde ich noch gleich ein bisschen mit dem Gleitmittel ein bisschen, dass er noch schön fluffiger, immer geht schon so schön, super, ne? Aber die Idee ist ganz gut, muss ich sagen. Ist top. So, das ist das. Da kommen wir gleich zu. Zollstock wird wieder zusammengelegt. Das ist die Schiene. So, der ist am Leim. Den machen wir gleich nochmal schön verschrauben. Und dann kommt hier unten noch was hin. Dass er nicht mitgeht, auch für eine Kante. Sowas hier oben kommt unten auch nochmal als ein Anschlag dahin. Den müsste man dann eventuell immer selbst mit der Schraube einfach lösen, je nachdem wie breit oder wie das Werkstück ist. Ne? Der oben kann dann immer bleiben und unten kannst du ja immer dann Schraube rein, fertig, dass das nicht zu sehr verschiebt. So, kicken wir die an. Irgendwas wollte ich hier. Da kommen wir gleich zu. Ach, Leisten. Ich hatte doch irgendwo hier, genau. Perfekt. Ich hatte, genau hier, die Schraube kommt jetzt wieder ein bisschen raus. Ich habe ja so einen Bohrer mit einem Senker. Den werde ich jetzt mal eben wieder ein bisschen rausholen. Was soll losschrauben, Heini? So kann ich nicht arbeiten mit die. So. Ups, das kleine Gewinde ist rausgeflogen. Gleich wieder rein, du. So, siehst du. Ne? Würde durchgebohrt werden, fertig wieder normale Höhe. Hatte ich gerade versetzt, wo ich diese kleinen Latten gemacht habe. Ich wollte nicht unten durchjagen, ne? Ich denke mal, die meisten kennen das hier, ne? Was ich gerade genutzt habe, schon mit Senker. Und dann kann man den auch noch minimal
verstellen wieder, so dass die Schrauben komplett drin sind. So. Habt ihr gesehen, ne, wird gleich mit versenkt. Das meinte ich damit, diese kleine Kante, ne? Senkt automatisch dann mit. Aber ich denke mal, die meisten kennen das. Und wenn nicht, dann kennt ihr das jetzt. Perfekt. So, jetzt mache ich die andere Seite mal eben. Von der Sache her könnte ich das jetzt so machen. Man könnte jetzt hier einen Schlitz reinfräsen, links und rechts, dass man das verstellen kann, je nachdem wie breit das Werkstück ist. Aber ist ja nur für andere Leute, ne? Nee, aber hier, wenn das jetzt, kann man einfach schrauben und fertig, ne? Machst ja sowieso immer hier die ersten. Kann man mal machen. Normalerweise immer Holz runterpacken, aber ist ja nur für andere Leute. Nein, mein Scherz. Damit das nicht ausreißt, ne? Kennt ihr. Aua. So. Und so könnt ihr, je nachdem wo das ist, könnt ihr einfach das festschrauben und fertig, ne? Das werden wir dann gleich machen. Mit einem Bohrer bohren, du. So. Da kommen wir gleich zu. Dann ist das schon mal fertig soweit. So, du kommst rein. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Die brauchen wir jetzt. Und schon ist das fertig. Ja, dann wollen wir das mal testen. Ich hoffe, das ist lang genug. Ich habe ja sein Brett hier Olivenholz, hat er mit Epoxid aufgefüllt. Dann ist vorgestellt, so. Dann ist das Brett hier, ne? So, ich bin dann überlegen, so. Wir legen das mal andersrum hin, dass wir so fräsen können. Wir testen das mal eben. Dann. So. So, mal gucken, dass wir das irgendwie schön am Tisch festkriegen. Oder mit dem Brett. So, jetzt seht ihr auch, ich mache noch mal ganz kurz hier, was ich meine am Anfang. Der ist jetzt, steht über, dass du mit deiner Fräse hier nicht rüber, dass du mal gegenknallst, ne? Und dann habe ich aber auch noch überlegt, ich war zwischendurch bei Hornbach und habe mir Anti-Rutschmatte gekauft. Habe ich immer, oder nutze ich sehr oft, genau deswegen. Für sowas ist das eigentlich echt perfekt. So. Das kommt ja runter. Das kommt ja hier drauf und dann frotscht das eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Ne? Hier kommt ja ein bisschen Druck drauf von der Fräse und ich denke mal, das hält. Und wenn nicht, dann kann man das ja immer noch eben festmachen. Und jetzt meinte ich, das meinte ich damit, wenn man das jetzt hier macht, ne? Wenn man so fräst, dass man das denn hier von hier aus irgendwie so ungefähr, ne? Mal ein Strichchen. So. Jetzt habe ich einen Abschrauber. Jetzt habe ich alles ordentlich zurückgepackt. Bam. Einfach mal eben so. Zack, zack. Dann haben wir hier 49,5.
49,5. So, für dieses Brett jetzt. Das ist ja dann einmal Schraube lösen und fertig. Ne? Und guck mal, das wäre doch, ne, ideal. Und das machen wir jetzt fest. Jetzt haben wir Möglichkeit, einfach mit Schraubzwingen oder eben mit Schraubzwingen so. Oder eben einfach einen Tisch rein. Oder auf eine Platte. Ne? Wie mache ich das jetzt am besten fest? Aber so ist das schon mal echt cool, muss ich sagen. Bein, ne? Also hier habe ich das hier festgemacht. Hier werde ich das jetzt auch festmachen. Das liegt ganz dran. Anti-Rutschmatte ist da. So. So, hier hätte ich natürlich dann vornherein eben die länger machen können. Ich voll Pfosten, aber egal. Ich weiß ja nicht, warum Stefan das befestigen will. Muss er ja selbst sehen. Er weiß ja, wie das geht. Zeige ich ihn ja. Und ich hau dir jetzt einfach zwei Schrauben rein. Die Werkbank bleibt sowieso hier. Ich habe mir gerade wie getan Splitter reingehauen. War? Da bin ich mal gespannt, ne? Von der Sache her. Aber ich denke mal, von der Sache her ist das noch cool, oder? Das wird klappen. Testen wir das doch einfach mal. Wir stellen mal die Höhe ein. So. Okay. Wie ihr seht, ist er jetzt kein Planfräser, aber das ist schon mega, mega geil. Muss ich sagen, ist top. Das mache ich so weiter und dann kann er den Rest machen, kann er schleifen. Soll er sich mal einen Planfräser holen, ne? Ich mach mal einen weiter. Ich habe jetzt mal eine andere Fräse reingepasst, gepackt von Bosch und der ist auch ein bisschen schärfer. Ne? Ich denke mal, jetzt geht es auch ein bisschen schneller und besser.
Hier seht ihr die kleinen Rillen, das ist immer so, wenn du so einen normalen Fräser nimmst und quer machst, dann hast du so Mikrorillen immer. Aber die werden ja einfach weggeschliffen dann, ne? So. Seht ihr schon Unterschied, ne? Wie gesagt, das sind Mikrorillen, aber top. Das ist ein Epoxid, was er aufgefüllt hat, ne? Das ist natürlich eine staubige Angelegenheit, aber hat super geklappt, muss ich sagen, ne? Also da bin ich wirklich mit zufrieden. Ist fast plan, ich habe den komplett plan gemacht. Rest soll Stefan machen, ne? Der war ja hier, da sieht er noch ein bisschen Epoxid ist da. Da weiß er, wo das jetzt nicht plan war, aber das soll er nochmal hinterher machen und dann, das sieht doch schon mal super aus. Da muss ich es ganz ehrlich sagen. Gefällt mir. Plan, vernünftigen Planfräser braucht er noch. Ne? Cool. So, dann bringe ich den Jungen dann mal hin. Ich hoffe, er freut sich. Und wenn nicht, dann der Pech. Ja. Oder hier, die Leisten kannst du überall wieder neu machen. Ne? Oder verschiedene Höhen, wie du das willst. Das ist ja das Wichtigste. Und diese Stangen, die er da hat. Ne? Perfekt. Perfekt. Also, Finn Onkel Heini. Also, meine Lieben. Das war dieses jetzt und mal ganz, noch was ganz Wichtiges, wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, könnt ihr gerne auf Abo klicken, irgendwo steht abonnieren und auch die Glocke, dann hört ihr jedes Mal, wenn ich was Neues habe, boom, Heini hat ein neues Video, dann wisst ihr Bescheid, könnt ihr ein Watchy Watchy machen und wie gesagt, immer schön kommentieren, umso mehr habt ihr immer Chancen beim Gewinnspiel demnächst zu gewinnen. Ne? Nur die Aktiven. Ist logisch, macht mehr Sinn, habe ich ja letztens erzählt. Ne? Also meine Lieben, ich sage... bestens mit zufrieden, den Fräser darf ich nicht vergessen, muss da wieder raus. Ganz, ganz wichtig. Und ich sage, in diesem Sinne, ab in die Rinne. Bis dann, tschüss. Ja, fein.